Ei, Gude. Ihr habt doch bestimmt auch immer das Problem, wie viel Nudeln kocht man, damit es auch wirklich reicht und damit nicht wieder das Problem auftritt, dass man wochenlang dann noch Nudelreste hat und die den Kühlschrank dann belagern. Gibt ja alle möglichen Hilfsmittel dafür, zum Beispiel diese Nudellöffel mit dem Loch in der Mitte, was dann immer eine Portion sein soll. Habe ich nicht. Ich habe eine Nudelzange, da ist das immer ein bisschen schwierig. Und da gibt es auch ganz andere Tipps noch. Einen ganz neuen habe ich jetzt im Internet gesehen. Vielleicht ist er auch nicht neu, nur für mich. Und da ging es darum, dass man einfach Spaghetti nimmt. Habe ich so gute Vollkorn-Dinkel-Spaghetti. Man muss ja wenigstens ein bisschen so tun, als wäre man gesund. Und da wird dann gesagt, ne, die Menge Spaghetti, die in den Hals oder in die Öffnung einer Flasche passt, ist dann eine Portion. Also hier, so hier rein. Erscheint mir jetzt so ein bisschen wenig, wenn ich das so sehe. Das ist ja, naja, kann sein, weiß ich nicht. Muss ich irgendwann vielleicht mal ausprobieren. Mein viel größeres Problem ist, welche Flasche nehme ich denn jetzt? Jetzt werdet ihr sagen, ist doch scheißegal, ob da jetzt hier Erdbeerlimo drin war oder Orangenlimo oder Cola. Die Deckel sind doch alle gleich groß. Bei den Flaschen ja. Bei Bierflaschen vielleicht auch noch. Ist alles eine ähnliche Größe, kann man ja nichts anderes behaupten. Aber was ist jetzt zum Beispiel bei so einer Flasche, wo Brottrunk drin war? Ich weiß, sieht jetzt komisch aus, ist selbstgemachte Traubenwodka drin, deswegen die komische Farbe. So, jetzt sieht man ja deutlich, welches ist denn jetzt die richtige Portionsgröße für eine Portion? Welche Flaschenöffnung? Jetzt wird schon wieder kompliziert, ne? Und spätestens, wenn man dann sagt, ja, ich habe da ja noch so was anderes. Also der Tipp, vielleicht funktioniert er, vielleicht nicht, müssten wir mal probieren. Die Frage ist nur, sag doch dann bitte auch dabei, welche Flaschengröße man nehmen soll, weil sonst wird das auch wieder, von dem einen wird man nicht satt und bei dem anderen hier, hey, da passt die ganze Packung. Brauche ich da nicht sogar mehr wie eine Packung, dass hier drin passt? Und das soll eine Portion sein? Ich weiß ja nicht. Probier es einfach selber aus. Ich mache wieder weiter Pi mal Daumen. Zwei Portionen. Also wir sind zu zweit. Wenn wir zu zweit essen, 250 Gramm Spaghetti. Wir kommen da gut mit klar. Da brauche ich keine Flaschentricks. Aber probier es einfach selber aus. Ciao.